Die wilde Folge 13 haben wir. Ich wollte eigentlich nach links gehen und Manny geht jetzt nach oben. Gut, dann gehen wir nach oben. Aha. Hey, Manny Calavera. Du bist ja schon ewig nicht mehr hier gewesen, um mich zu besuchen. Naja, ich dachte, du hättest gern Gesellschaft, wo doch alle den Tag der Toten feiern. Wenn das so ist, Manny, warum wartest du dann nicht bitte? Dann habe ich nämlich frei. Weggeklickt aus Versehen. Das ist Eva, oder? Ah, Carla. Doch nicht. Das Problem mit Frauen bei dir. Eva. Weil die alle aussehen wie Skelette. Und die haben auch alle die gleiche Stimme. Oh, jetzt wird geflirtet. Viel zu tun? Kaum. Die Leute sind schon alle zu ihren Verwandten feiern gegangen. Es ist wie ausgestorben, Manny. Einfach tödlich langweilig. Worauf wartet das Luftschiff? Ach, sie reinigen es und sie sind dabei sehr pingelig. Wir sind schließlich ein ordentliches Unternehmen. Kann ich mal den Metalldetektor ausprobieren? Woher dein plötzliches Interesse für Metalldetektoren, Manny? Ich find's cool, sowas am Gürtel zu tragen. Okay, ich führe ihn dir vor, wenn ich Pause habe. Zufrieden? Wann hast du Pause? Bei Dämmerung. Oh, das ist zu spät. Ich steche heute Abend in See. Ja, ja. Auf den Satz bin ich schon zu oft reingefallen. Ich glaube, es ist Zeit für deine Pause. Wir gehen nach hinten, trinken etwas und du erzählst mir von deiner Arbeit, der Gefahr, den Metalldetektoren. Das Hinterzimmer ist nur für dienstliche Zwecke, Manny. Genau wie ich. Wieso? Was passiert denn da hinten, Carla? Leibesvisitation. Aber die ist bei dir nicht nötig. Und warum nicht? Ich bin ja auch der Meinung, dass es ein netter Zeitvertreib wäre, Manny. Aber wir haben hier gewisse Vorschriften. Und man weiß nie, wann sie einen beobachten. Leibesvisitationen werden nur dann vorgenommen, wenn die normale Suche nichts ergibt. Hey, es ist einen Versuch wert. Ich liebe diesen Teil. Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Digga, das Zeug da liegt. Da muss ich doch jetzt bestimmt irgendwas machen, oder? Ich glaube, ja, als Vorbereitung. Du bist sauber. Mist, Manny. Beinahe hätte ich dich ausziehen müssen. Irgendwas mit dem Gold? Doch bestimmt, oder? Hm? Metalldetektor, oder? Und dem Gold in dem Schnaps. Ach so, wie was? Sie nimmt mich nur nach hinten, wenn ich quasi verdächtig bin. Na, wenn wir halt jetzt zum Beispiel durch den Metalldetektor gehen, der geht an, danach legen wir alle unsere Sachen weg und wenn sie dann mit ihrem Metalldetektor halt noch bei uns was feststellt sozusagen und dann eine Leibesvisitation machen muss, um festzustellen, warum wir immer noch piepen. Okay, und dann habe ich was davon, dann komme ich an den Metalldetektor ran. Keine Ahnung, das ist ja Adventure, dann passiert irgendwas. Okay. Aber wir müssen wir halt vielleicht trinken mit denen. Dann trinke ich den jetzt mal, weil wenn da Gold drin ist. Ja. Gibt's ja wirklich Leipziger, nee, Danziger Goldwasser, also so ein Schnaps, wo Gold drin ist. Komm, nimm den Schluck. Da rechts? Ja. Naja, vielleicht ein Schlückchen. Na? So, jetzt. Wir sind solche Adventure-Füchse, ist unglaublich. Aber das ist auch das Schöne, was macht, dass das bis jetzt sehr logisch ist, finde ich immer. Das ist ja nicht jedes Adventure leider. Aber das funktioniert total gut bisher mit Logik. Sir, würden Sie bitte all Ihre Haare auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Ich verstehe immer Haare. Ja. All Ihre Haare. Jetzt piepen wir immer noch bestimmt. Ja. Sicher, dass du nicht doch irgendwas versteckt hast? Nichts, was das Ding da auslösen könnte. Dann fürchte ich, Sir, müssen Sie leider mit mir nach hinten gehen. Vorschrift ist Vorschrift. Naja, und da mein Vater beim Militär war, sind wir oft umgezogen. Mhm. Ich erinnere mich noch an die Stadt, in die wir zogen, als ich 10 war. Oh, ehrlich? Ja, das Einzige, was es in der Ecke gab, waren Feigen. Feigenbäume, wohin man schaute. Überall. Sonst nicht. Das ist ja ein Ding. Ich habe mir ja nie was aus Feigen gemacht. Hey, Carla, einen wirklich schicken Metalldetektor hast du da. Bist du nur zurückgekommen, um dir meinen Metalldetektor zu leihen? Ja. Was hast du denn bloß mit dem Ding? Mir reicht's, Manny.
Wenn das alles ist, was du willst, dann kannst du dich mit den Katzen darum prügeln. Wieso wollen Männer immer nur das eine? Nur du nicht. Die einzige Frau, die dich interessiert, ist dieses Weibsstück Colomar. Und die pfeift auf dich. Ich weiß nicht, was sie mit dir gemacht hat. Aber ich will's auch gar nicht mehr wissen. Carla. Das ist sehr gut mit Frauen, Daniel. An den Schließfächern hängt eine Notiz an alle Mitarbeiter. Mir ist egal, wer es ist, aber benutzen Sie bitte in Zukunft die Detonationskammer nicht mehr zum Nüsseknacken. Danke. Ich will doch halt immer auch nur den Metalldetektor. Sie sind verschlossen. Es sind eben Schließfächer. Das hebe ich nicht auf. Meinst du, hier ist noch irgendwas? Vielleicht unten nochmal. Hier? Genau, da unten. Oh. Arme Carla. Sie sind verschlossen. Es sind eben Schließfächer. Ja, aber wenn er sich doch nur für die eine interessiert. Viel Papierkrieg. Viele Passagiere. Alle Welt ist zurück nach Hause. Mal abgesehen von uns beiden. Hey, das ist vertraulich. Finger weg. Hey, das ist vertraulich. Finger weg. Soll ich da jetzt nochmal durchgehen? Nee, oder? Weiß ich nicht, mach mal. Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen und dann aus dem verdammten Fenster springen? Oh, Carla. Her character is a little bit inspired by, I think it's Big Sleep 2, where Bogart is hiding from someone. He needs to hide in a bookstore. Right. And he goes in there and there's a woman in there and she's really into him. Tip of Ben-Hur 1863 edition, the one with the errata on page 47 or something. Wow, yeah. That is a memory. Yeah. Well... And it's just really, he looks at her and he's like, she seems like she's really attracted to him, if I remember correctly. And he like takes off her glasses and is like, yeah, okay. Like it was really kind of messed up scene. But well, it's that you know, that was the subtext of the noir film. And then he pulled the shades. Hanky-panky. Yeah, the hanky-panky. Yeah, yeah, they locked the door and pulled down the shades. And that's a little bit what this scene is all a reference to or inspired by. Because she's telling him her story. Mm-hmm. Was ist denn das hier noch? Ein Gullideckel. Seit wann habt ihr hier einen Safe? Das ist unsere neue Detonationskammer. Für den Fall, dass hier jemand mit einer Bombe auftaucht. Seit wann hat Rubakawa denn ein Terrorismusproblem? Die Stadt verändert sich, Manny. Abgeschlossen. Nicht tragbar. Will ich das wohl mal brauchen? Gut, also jetzt hat sie den Metalldetektor irgendwo runtergeschmissen. Das heißt, wir müssen den jetzt wahrscheinlich finden. Wir wissen aber noch nicht mal, wofür wir den überhaupt brauchen. Nee, darum geht's auch nicht. Ciao, Carla. Fall tot um. Achso, hier war einer. Speaking of database, I mean, that was really how we accomplished so much, right? Is from an organizational standpoint of the music, of the sound effects and of the voice. And I remember, especially for voice, how critical it was. And what we in the sound department would do is inherit and share the use of the database with the voice department. And you could do a search and isolate all the lines for, say, Manny, or isolate all the lines that needed to have reverb baked into them or another type of processing. And then you would just divide and conquer and just master everything in groups and bring it all together, have a single reference for volume, and use the database to keep organized and isolate different found sets of different criteria. Junge, Junge. Da ist eine Menge Arbeit drin in so einem Spiel. Ja, das meint man oft gar nicht. Nee. Und eine Menge Schauplätze. Ja. Boah. Ich vergesse doch alles. Ja, wo läufst du denn hin, Manny? Zum Gucken. Einen guten Aussichtspunkt, um es genau anzuschauen. Aber muss auch nicht zu schnell gehen. Ah, der neue Zeppelin ist bereits im Einsatz. Hoffen wir, dass er diesmal mit etwas nicht Brennbarem gefüllt ist. Mit Stickstoff. Ah, der neue Zeppelin ist bereits im Einsatz. Ja, aber Stickstoff schwebt nicht so gut. Nicht Brennbarem gefüllt ist. Wie groß ist das denn hier los?
Was habe ich denn dabei plötzlich gedacht? Hä? Oh, kann nicht sein, oder? Überall Audiokommentar, ich rufe die jetzt nicht alle ab. Nee, das ist echt ein bisschen. Aber so viel. Ja, was weiß ich. Ist doch irre gerade, oder? Du merkst dir das alles, oder? Ja. Ja. Gut. Aha. Aha. Was ist denn hier denn? Voll unheimlich. Was für eine schreckliche Gefängniszelle. Andererseits dürfte Glottis diesmal seine Lektion gelernt haben. Glottis? Nur Polizeichef Bogan weiß, wie man da reinkommt. Aha. Das hebe ich nicht auf. Belohnung. Gesucht wird im Hafen gestohlene Fracht, zu der auch ein Koffer mit den Initialen HL gehörte. Ich glaube, das kann ich mir merken. Belohnung. Gesucht wird im Hafen gestohlene Fracht. Koffer mit den Initialen HL. Herr Lee. Spätschicht im Leichenschauhaus. Was, Membrio? Du weißt doch, dass ich nicht schlafen kann, wenn Arbeit auf der Bahre liegt. Wenn ich die Rosenbeete da nicht identifiziere, kann ich die zwei, die morgen kommen, nicht bearbeiten. Und ehe ich mich versehe, stecke ich bis zum Hals in Azaleen. Die sind ja Sprossen. Mhm. Irgendeine Spur? Ich weiß, dass ein guter Gerichtsmediziner nicht seiner Ausrüstung die Schuld geben sollte. Aber wie soll ich mit diesem Zeug auf einen grünen Zweig kommen? Hey, ich habe selber jahrelang für den Staat gearbeitet. Ich weiß, wie du dich fühlst. Blumenbeete zu durchwühlen ist Membrios Job, nicht meiner. Ich denke nicht, dass Blumenpflücken jetzt angebracht ist. Blumenbeete zu durchwühlen ist Membrios Job, nicht meiner. Kann ich nur mit ihm reden, oder? Traurige Geschichte. Hast du gesehen. Zwei Sprießer und keiner, der sie vermisst und identifizieren kommt. Der Tod ist Spezialist für traurige Geschichten. Kann bestimmt irgendwas machen. Wie läuft das Geschäft? Es blüht auf, leider. Jeden Tag mehr Verbrechen. Jeden Tag mehr Sprießer wie diese. Ich glaube, in El Maro tut sich irgendetwas. Und das wirft seine dunklen Schatten langsam auch auf Rubakawa. Was genau suchst du eigentlich? Ich suche nach einem Schatz, den ein Teil von mir gar nicht finden will. Denn wenn ich die unglückselige Golddublone finde, die mir sagt, wer diese arme Seele ist, dann liegt meine Belohnung nicht im Reichtum, sondern in der Gewissheit, jemandem mit nur einem einzigen Anruf das Herz zu brechen. Mit dieser Ausrüstung kann die Suche natürlich noch ein Weilchen dauern. Kann ich helfen? Sicher. Halt dieses Blatt da fest. Manny? Blatt? Ich kann nicht. Ich weiß. Es war nur ein Test. Wie hältst du diese Arbeit nur aus? Ohne dabei abzustumpfen, meinst du? Mein Geheimnis ist, Manuel, dass ich das Herz eines Kindes habe. Ich bewahre es hier in einem Glas auf. Willst du es sehen? Nein. Tut mir leid, alter Medizinerscherz. Sehr lecker. Hast du keine Angst, dass dich diese Arbeit mal fertig macht, Membrio? Sicher. Forensische Botanik ist ein harter Job, Manny. Aber hast du dir mal die Floristen angesehen? Zu Lebzeiten waren sie Floristen, weil sie Blumen liebten. Aber hier ist die Blume ein Symbol des Schmerzes, des Todes der Toten. Ihr innerer Konflikt wird größer und größer. Bis sie unter Umständen sogar durchdrehen. Danke für den Tipp. Ich schätze, von jetzt an verschenke ich lieber Luftballon-Bouquets. Membrio, warum bleibst du eigentlich in der Stadt? Wieso bist du nicht schon längst zur 9. Unterwelt unterwegs? Man kann viele Jahre nach etwas suchen, Manny. Doch irgendwann hört man auf, überhaupt daran zu glauben. Du glaubst nicht an die 9. Unterwelt? Was glaubst du, warum wir in Rubakawa sind? Die einen sitzen ihre Zeit ab, die anderen können sich das Schiff nicht leisten. Manny,
Wir haben aufgegeben. Wir alle. Wenn du lang genug hier bist, dann wirst du das auch. Na, ich will dich nicht weiter stören. Ich freue mich immer über Besucher. Oh, Membrio. My brother actually makes Membrio. Which is a quince jelly that you eat with cheese. Membrio means quince. Well, sure, it doesn't sound like it. Membrio. Oh, Membrio, that's different. Yeah. What'd you think I said? Die reden auch manchmal ganz schön Quatsch. Ja, so haben wir jetzt auch nicht wirklich viel erfahren, oder sie hat uns auch keinen Hinweis gegeben, was wir hier machen können, nee, brauchen. Hier bin ich jetzt auch nicht richtig schlau draus geworden. Ja, man muss sich das alles merken. Ja, es geht schon. Wir haben schon einige konkrete Aufgaben und jetzt haben wir so ein paar Räume. Da oben muss der Bogen hin, der Polizei, der kann dann wieder in der Zelle was machen. Und ja, aber es ist ja niemand in der Zelle, vielleicht wird da erst noch jemand eingesperrt. Ja. I remember at the time it was a big debate, like, should we require P100 or P133, like Penny 100, Penny 133? It's like, nope, your target platform is whatever was on sale at CompUSA for $500 last year. It's like a P70. Yeah, it's like, P60 I think is what we ended up with as the minimum spec. We ended up going for P90 at the end, but... It was one of the things where it's like those kind of constraints where it's like you really could pull it off with all the kinds of machines we had in the company, but the average consumer who we wanted to sell the game to did not have a machine like that. So that's one of the vagaries of the PC market that still persists, you know. Yeah, and you wouldn't, you know, when you think about Grimm, you wouldn't necessarily think, but there's like all hand-coded assembly rasterizers in here. There's hand-coded assembly blitters in here. Lots of like layout asset management, all, you know, this was a tricky game to optimize and to get running acceptably on the kind of machines that people were going to be running it on. But it doesn't, you know, it doesn't come off like the same technical challenge as a Jedi Knight or something like that. And it wasn't. It's a different kind of technical challenge, much more kind of interdisciplinary. It was really getting all this weird stuff happening at the same time. Tja, ein P90. Wahnsinn, 90 Megahertz kann man sich heute... Das ist wie viel weniger als jetzt? Also ich habe einen Quad-Core mit... Jetzt geht es ja ein bisschen in eine Richtung, weil sie immer mehr Cores reinnehmen, aber die sind immer dann immer so 2,6, 2,8, 3,2. Ich glaube, meine hat 3,6 pro Kern, kann das sein? Das heißt, das wäre ungefähr 36 Mal so viel, wie damals die Mindestanforderung war. Und das Ganze aber mal 4. Dafür sah es auch so aus damals. Na gut, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Ja. Und dann schauen wir mal weiter, die nächsten 37 Schauplätze in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.